kann losgehen mit den Betonarbeiten. Wir haben alles soweit rausgestimmt, was jetzt noch so wichtig war. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Projekt. Ja, aus dem Video wurde leider nichts. Es war deshalb so, weil das Material einfach nicht ausgereicht hat. Wir haben mit dem Beton, haben wir aufgehört und als ich dann mit dem Schneiden fertig war, war tatsächlich überhaupt das Video nur 30 Sekunden lang. Ist viel zu kurz natürlich, deshalb habe ich gedacht, haue ich nochmal das Mal an und auch jetzt ja, die folgenden Schritte mit rein. Bedeutet, heute geht's los mit Elektrik, Türen, ja, haben wir Türen gekauft, die Lampen kommen an die Decke und wie gesagt, das ist alles schon gestrichen. Die Decke, da haben wir uns jetzt dagegen entschieden, das nochmal zu streichen, macht nochmal einen ganz eigenen Look, aber die Wände und so weiter, ich bin damit ganz zufrieden und genau. Jetzt beginnen wir erstmal mit dem ganzen Anmischen. Ich muss gleich noch ein bisschen Sand holen mit dem Trecker. Und dann alles nach und nach, aber ich nehme euch natürlich wie immer mit und würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. So, es ist Sonntag und wir haben gestern einiges geschafft. Unser Wochenendziel ist damit auch soweit erledigt. Abschließend möchte ich einfach nochmal ganz kurz Danke sagen für den ganzen Support, den ihr mir bisher gegeben habt. Ja, sei es die alten Abonnenten, die vielleicht noch zuschauen, die mich von damals noch kennen. Ja, der Kanal existiert seit 2013. Als auch die neuen Zuschauer natürlich. Ja, danke, dass ihr hier seid. Würde mich freuen, wenn ihr das eine oder andere Mal einen Kommi da lasst, beziehungsweise lasst mir gerne mal ein Like da. Ich würde mich super freuen darüber, denn so sehe ich auch, dass dass die Sachen, die ich mache, auch bei euch gut ankommen. Und das ist mir persönlich schon wichtig. So, was haben wir gemacht in den letzten Wochen? Also im Video habt ihr gesehen, was haben wir da gemacht? Beton, dann haben wir gestrichen und zugemauert. Ja, sprich,
diese Wand dort, also da war ja vorher eine alte Stalltür vor, die haben wir zugemauert, die Tür brauchen wir einfach nicht mehr. Nebeneingangstüren sind reingekommen, dort einmal und auch dort. Und da haben wir auch schon angefangen, hier die Steckdosen vorzubereiten. Ja, da oben kommt ein Sicherungskasten hin. Hier sind Steckdosen. Da in die Ecke kommt nochmal eine. Da kommen nochmal zwei Stück. Genau. Also es ist so, dass wenn man ja hier reinkommt, deswegen ist das hier auch grau, auch ein bisschen gemütlicher, soll hier eine Sitzecke rein. Hier auf die linke Seite soll dann die Werkbank, hier kommt auch noch eine Ständerbaumaschine hin, die haben wir in der alten Werkstatt noch, kommt aber dann hier hin, deswegen auch Kraftstrom. Da hinten kommt ein Regalsystem rein, sprich, dass man immer so ein bisschen was auf Lager hat, was man hier so braucht. Und hier in der Mitte dann vielleicht nochmal ein Werktisch, ja, also einfach nochmal, dass zum Beispiel, wenn ich an dem Moped schraube, ja, dass man das Moped auch dementsprechend höher kriegt, ja, oder mal Rasenmäher oder was auch immer, ja, das sind halt eine angenehme Arbeitshöhe, ist immer wichtig bei sowas. Genau, wie geht's jetzt weiter? Als nächstes wird die Elektrik verkabelt, ja, ganz vergessen habe ich noch, dass auch Lampen an die Decke gekommen sind. Vier Stück hier in diesem Bereich und dort kommt nochmal eine hin über die Sitzecke, über den Sitzbereich und dann nochmal da oben dann über die Werkbank, so dass man hier in diesem Raum auch gut was sieht, wenn man hier was machen will. Und genau, Elektrik wird als nächstes gemacht und dann geht es ja hier auch schon ans Einrichten. Ja? Dann ist es ja wichtig, dass wir überhaupt die Werkbank bauen, die will ich selber bauen. Und ein Werkzeugbrett kommt hier ran. Ein Sofa brauche ich noch, also wer noch eine Ledercouch abzugeben hat, der kann sich gerne bei mir melden. Und ja, ich würde sagen, wir sind soweit erstmal durch, für das Grobe zumindest. Und danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Ich hoffe, ihr bleibt auch noch weiter dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!